Stoßen im Dreikampf der Superschwergewichtheber. Der Amerikaner Kenneth Patera hat schon keine Chance mehr. Er hat im Reißen bei 170 Kilo versagt. Seit Jahrzehnten stellen die Russen die stärksten Männer. Sogar der stärkste Mann der Welt kann einmal ausrutschen. Aber Wassili Alexejew macht das nichts aus. Rudolf Mang, der Bär von Wellenberg, die Hoffnung der Deutschen, stößt 215 Kilogramm. Aber Alexejew hat schon 225 erreicht. Mang scheitert beim letzten Versuch. Und nun geht Alexejew die 230 Kilo an. Der 30-jährige, 166 Kilo schwere Russe hat den 8 Jahre jüngeren und 33 Kilo leichteren Deutschen geschlagen.